Mahlzeit, Leute, Ricardo. Ganz kurz eigentlich nur. Wir haben ja das Thema, ne, Onkel Bob gegen HLS und die ganze Geschichte. Ich bin es auch ehrlich gesagt leid. Ich möchte dazu auch gar nicht mehr groß was sagen. Ich möchte nur noch mal ein ganz kurzes Statement abgeben zu folgender Situation. Und zwar, in den letzten Tagen sind halt ein paar Videos und auch, ich sage jetzt aber keine Namen, ne? Also Videos und auch Kommentare aufgetaucht von Leuten, die halt sagen, Leute, schaut mal, dieser Onkel Bob ist angeblich nicht viel besser und Onkel Bob, was denkt ihr eigentlich, reflektiert mal ein bisschen die ganze Situation, was glaubt ihr, wo der herkommt, was sind seine Absichten von Onkel Bob, der will sich ja eigentlich nur an den Fame und an all dem hochziehen und dadurch, ne, auffällig werden und letztendlich selbst daraus nur Profit ziehen mit seinem Supplementenshop und so. Was ich dazu sagen möchte ganz kurz, ist eine ganz wichtige Sache, die wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen. Das ist nur meine Ansicht. Und zwar, meiner Meinung nach geht es den meisten Leuten, die jetzt Bob feiern, denen geht es überhaupt nicht darum. Es ist überhaupt nicht Thema, was Onkel Bobs Geschichte ist, wo dieser Mann herkommt und was seine Beweggründe oder seine eigentliche Motivation ist. Selbst wenn es so sein sollte, dass er das alles nur macht, um Fame zu kriegen für seinen Online-Shop, um aufzufallen, ja, um sich sozusagen, einer hat auch so schön geschrieben, sich an dickeren Eiern hochzuziehen. Selbst wenn das der Fall sein sollte, das interessiert im Moment nicht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es jetzt im Moment jemanden gibt, der Kontra gibt. Das ist das Einzige, was im Moment zählt. Wichtig ist, dass es jetzt endlich jemanden gibt, der nicht nur hier und da ein bisschen rumhatet gegen die ganzen Vereine, ne, sondern der jetzt richtig dagegen arbeitet. Das ist das, was im Moment zählt. Die Motivation daraus, die dahinter steckt von ihm, das interessiert jetzt keinen. Es geht jetzt darum, wie Jacko so schön gesagt hat, dass diese Seuche bekämpft wird. Darum geht es. Und das ist auch der Grund, warum die ganzen Leute jetzt Onkel Bob feiern. Nicht, weil sie vorher, keine Ahnung, anderer Meinung waren und jetzt blind irgendeinen folgen, der da ein bisschen Show macht. Nein, es war ja von Anfang an so, dass viele oder die meisten, die Bob jetzt feiern, das Ganze schon irgendwie bemerkt haben und das alles schon gar nicht mehr so toll fanden, was da abgeht. Darum geht's nicht. Es geht nur darum, dass jetzt endlich jemand da ist, der Kontra gibt, der gegen den Strom schwimmt und sein Maul aufmacht und das mit wirklich dicken Eiern und nicht einfach einen Rückzieher macht, wenn irgendwie was kommt. Das ist das, was Fakt ist. Ich meine, was wollen die Leute, die sagen, kritisier doch auch mal den, Bob, was ist deine Motivation und so, ne? Ich meine, ich kann das verstehen, natürlich. Der Nett zum Beispiel, der hat auch ein sehr gutes Video dazu gemacht, wo er gesagt hat, ne? Kritisch hinterfragen. Auch Onkel Bob, klar, hat er vollkommen recht. Aber das interessiert jetzt nicht. Ich meine, wir sind froh, dass jetzt endlich eine Gegenbewegung da ist. Und vor allen Dingen, was wollt ihr sonst? Was wollt ihr? Wollt ihr, dass ein Prophet kommt? Ein Messias oder ein Prophet? Ein YouTube-Fitness-Jesus, der völlig selbstlos das Ganze macht? Vielleicht ist Bob so einer, vielleicht aber auch nicht. Aber wie gesagt, das ist doch jetzt im Moment völlig egal. Wir haben eine Gegenbewegung, die jetzt langsam ins Rollen kommt und das ist das, was wir wollen, wo wir daran festhalten wollen, an einem Strang und diesen Schneeball sozusagen größer werden lassen wollen, indem wir alle an einem Strang ziehen. Das ist das, was im Moment zählt. Was im Nachhinein mit Onkel Bob los ist, ja, was seine Motivation war und alles, das ist doch jetzt völlig uninteressant. Das ist jetzt nicht wichtig, Leute.
So sehe ich das. Das ist meine Meinung dazu. Außerdem, man kann natürlich niemandem zu 100% vertrauen. Ich kann zum Beispiel für meinen Teil sagen, ich schätze den Onkel Bob nicht so ein, dass das wirklich alles nur Marketingstrategie von ihm ist. Ich glaube hier ein bisschen, wie man so schön sagt, an das Gute im Menschen. Und das ist meine Meinung dazu. Aber Fakt ist, Leute, wenn ihr euch darüber aufregt, dass die ganzen Leute den Bob jetzt feiern, natürlich müssen wir reflektieren und kritisch hinterfragen. Selbstverständlich. Aber das ist jetzt nicht das Wichtige. Fakt. Meine Meinung. Mehr ist es nicht. So, Leute, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.